Huhu, meine Lieben, und willkommen zu einer weiteren Runde The Forest im Winter Wonderland. Es schneit so schön, es ist alles so schön weiß. Was soll ich sagen? Ich habe kurz offscreen noch ein klein bisschen was erledigt, nämlich ich habe uns eine Wasserschale aufgestellt. Ich habe nochmal ein paar Sitzbänke gebaut, damit das alles hier noch ein bisschen schöner aussieht. Und ja, habe mal zwischendurch auch noch schnell den Topf mit sauberem Wasser gefüllt, unsere Wasserflasche mit sauberem Wasser gefüllt. Also kann eigentlich losgehen. Wir sind soweit gerüstet, wir wollten jetzt nach Hause. Das werden wir auch machen. Schnappen wir uns den Gleiter und ab geht er. Hier vorne mal zur Klippe hin, da müssen wir abspringen. Braucht ein bisschen Höhe. Aber es sollte dann kein Problem sein, ganz easy nach Hause zu gleiten. Man kann auch an Höhe gewinnen, da muss man einen ganz genauen Winkel haben mit der Nase vom Gleiter. Das ist so ein bisschen fummelig, aber kriegt man mit der Zeit raus. Und dann kann man im Kreise drehen und hochfliegen, also hochgleiten, langsam. Ja, wir wollen jetzt nur nach Hause. Das ist jetzt erstmal oberste Priorität. Wenn mich nicht alles täuscht, ist ja hinten an der Katana-Ebene, die ist relativ leicht zu erkennen. Wir fliegen jetzt da rechts von uns, das Sinkhole. Wir fliegen jetzt quer dazu, hier erstmal an der Küste lang. Da kommt schon das Plateau oben, wo eigentlich auch keine Bäume groß wachsen. Das war eigentlich schon so gut wie zu Hause. Hier oben. Ich weiß nicht, ob wir an der Futterstange bei der Katana-Höhle noch was zu essen zu hängen. Ah, brauchen wir aber auch nicht. Wir haben eigentlich genug im Gepäck. Lasst uns mal ruhig direkt nach Hause gleiten. Die Höhe stimmt. Wir können die Nase ein bisschen anheben, damit wir an Höhe verlieren. So. Sehr schön. Zu Hause ist doch am schönsten. Wir müssten noch eine kleine Garage bauen für den Gleiter oder so. Dass wir den irgendwo nicht irgendwo unnütz in die Gegend hinstellen, wo er uns dann abhanden kommt. Ich stelle den jetzt erstmal hier hin. Oder lasse ich mir schon noch was einfallen. Ja, wir sind erstmal zu Hause angekommen. Ein bisschen Bauprojekte haben wir ja auch noch zu erledigen. Unter anderem hier den Stuhl, den wir uns jetzt endlich mal die Bambi-Pelle gönnen können. Das wird hier reinpacken. Haben wir ja ein paar mehr gehabt, als wir brauchten. Ach ja, und ich habe noch den Steinbeutel schon gecraftet. Den haben wir jetzt auch schon. Das habe ich schon offscreen gemacht. Ja, an sich eigentlich stehen wir ganz gut da. Viel Rüstung, wir haben viel Equipment. Wir müssten mal ein bisschen jetzt anfangen, hier auszubauen. Und ich sehe gerade mal, der Baum, der hier, das, was hier reinwächst, gefällt mir gar nicht. Da müssen wir mal gucken, was das ist, ob das ein Baum oder ein Strauch ist. Ein Strauch. So. Können wir gerade gut gebrauchen. Wir haben ja kaum mehr Sticks. So. Pimper, schneiden wir die Sticks auf. Haben wir auch ein bisschen Licht hier wieder. Ganz schön was nachgewachsen an Bäume. Wir waren auch eine Weile weg. Also waren eine ganze Weile unterwegs gewesen. Da haben wir wieder genug Baumaterial hier, um jetzt mal das Häuschen auch ein bisschen auszubauen, glaube ich. Ne? Da sollten wir uns mal drum kümmern. Dass wir unter anderem drin auch mal die Schränke fertig bekommen. Ja, wir können uns ja endlich jetzt mal so einen Holzschlitten bauen. Dass wir das Holz auch ein bisschen besser transportieren können. Das gönnen wir uns jetzt auch mal. Und zwar bauen wir uns den mal hier hin, so. Ja, da fehlen natürlich noch ein paar Stecker. Wie viele? Ja, 4 Stück. Kriegen wir noch zusammen hier irgendwo. Wir sind ja im Wald, da sollte man meinen, da findet man noch Stecker. Was haben wir denn da? Ein Pilz? Ach, wir haben noch gar keinen Beutel zum Sammeln. Da brauchen wir auch 2 Hasenfelle für. Ah, da müssen wir uns irgendwann mal ein Beutelchen gönnen. Aber das ist auch ein Giftpilz, das sehe ich schon. Wollen wir also gar keine Anstrengung machen. Ich bin der Meinung, wir gehen mal langsam zurück. Wir haben, glaube ich, schon genug Stöcker drin. Im Gepäck. Ja, noch ein paar mitnehmen. So. Das reicht aber auch. Zumindest für unser Vorhaben. Den Schlitten fertig zu bauen. So. Dann würde ich sagen, dann fälle ich uns mal hier mal ein paar Bäumchen. Ja, es wäre schon die Kettensäge schön, glaube ich. Sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob man die auch noch organisiert. Ich packe die lieber gleich mal ein. Nachher finde ich die nicht mehr. Bei dem Schneefall hier. Der weißen Landschaft, da gehen die Baumstämme echt unter. Kann ich immer nur wieder erwähnen, die scheiß Hasen, die sieht man auch nicht.
kann dir vor der Nase rumhoppeln und kriegst du gar nicht mit. Vielleicht so als kleinen Tipp, es gibt eine Mod, die heißt Grass Setting oder Better Settings. Da kann man die Grasdichte einstellen. Wer keine Lust hat, so zu spielen wie ich hier, der kann sich die gerne runterladen und auch sich mal das Gras ein bisschen kürzer stellen. Sieht man ein bisschen mehr. Ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es ist. Muss ich durch, ne? Sage ich mal. Was blockiert mich denn hier? So ein komischer Baumstamm hier. So. Ja, was die für einen Sinn haben, weiß ich auch nicht. Die stehen hier rum, die toten Bäume. Wenn man die gegenhaut, dann fallen sie auseinander und verschwinden. Und das war's. Nichts zum Sammeln, nichts zum Looten. So. Zwei Stück können wir noch draufladen. Perfekt. Dann düsen wir noch mal zur Treppe. Ich erwarte ja eigentlich schon den ersten Besuch so langsam mal. So, dann bauen wir uns drin mal die Schränke fertig. So, haben wir ein paar Steine mitgenommen. Die packen wir auch mal gleich rein. Löcker können wir hier auch noch einfüllen, die wir übrig haben. Dann brauchen wir noch 9 Stück und dann ist unser Sessel auch fertig. So, das passt doch. Ich glaube, allzu viele Stämme brauchen wir dann auch nicht mehr. Das war ganz gut aufgestellt. Dann haben wir 3 Regale, die wir füllen können. Also eins haben wir ja schon befüllt. So, dann würde ich natürlich auch noch ein Sprengstofflager empfehlen. Das setzen wir uns gleich mal die Blaupause, damit ich das nicht vergesse. Dann können wir unsere selbstgebastelten Bomben auch mal ablegen. Bisschen gerader bitte, danke. So. Da brauchen wir nochmal 8 Sticks. Ein paar Baumstämme brauchen wir sowieso. Dann nehmen wir uns mal gleich den hier. Man könnte auch mal einen Baumharz-Sammler bauen, dass man ein bisschen mehr Baumharz zusammenkriegt. Denn ich würde gern auch die Axt noch pimpen und das braucht auch eine ganze Menge Baumharz und Lampen brauchen auch Baumharz. Das sollte ich vielleicht auch mal noch... Bin ich schon ein? Nee, leider noch nicht. Man könnte hier einen ranbauen, das mache ich jetzt schnell mal. Dann haben wir das auch. Ein Seil und 2 Stöcker. Ein Glück haben wir genug Stoff. Da können wir uns immer die Seile schön basteln, die wir brauchen. Die Stöcker kriegen wir auch noch zusammen. So, 2 müssen noch irgendwo rumliegen. 2 Stämmchen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung die noch gefallen sind. Jetzt zum Mist. Ach hier, im Wasser. Sehr schön. So, ach so, ich kann die eigentlich gleich mal reinbringen. So, da haben wir das nämlich auch mal fertig. Die Sticks brauchen wir noch. Und noch ein Baumstamm, okay. Da bin ich jetzt überrascht, habe ich mich vertan. Ich habe gedacht, das reicht schon. Dann hacken wir uns einfach hier mal noch den hier um. Und nehmen seine Baumstämmchen. Oh, und sind wir schon mal hier? Dann werden wir auch gleich noch ein paar Sticks organisieren. Geht ja schnell. Überall Sticky-Bäume. Sehr schön. So, müssen wir schon fast wieder voll sein. Ja. Ab zurück. So, dann nehmen wir uns mal einen Baumstamm mit hier. So. Die anderen holen wir uns auch noch. Aber jetzt nicht. Erstmal schnell hier fertig kriegen. So. Das Regal steht. Das steht auch. Und hier müsste jetzt auch noch reichen. Der Sessel ist fertig. Noch Steinchen rein, die wir noch mitgebracht haben. Ja, prima. Dann kann man ja erstmal hier ein bisschen was einlagern. Ich würde meinen, da kann man auch ein bisschen Ordnung reinbringen. Dann werden wir nämlich hier mal die Soda-Dosen rüber packen. So, da packen wir die Medizin hin. Und dann würde ich sagen, den Alkohol... Achso, den müssen wir erstmal wegpacken, bevor wir den sammeln können. Den Alkohol packen wir in das Regal hier. So.
Sehr schön. Passt. Jetzt haben wir erstmal ordentlich abgelegt. Jetzt können wir uns noch die Bomben hier platzieren. Und da wir ja noch genug Integrenzien haben. Oh, haben wir nicht. Dann muss ich mal wieder Alkohol nehmen hier. So, da können wir uns nämlich jetzt noch Bomben bauen wieder. So, die Uhren verbasteln, falls wir mal wieder welche finden. Ein Fläschchen können wir wieder zurückstellen. Dann haben wir das. Dann können wir hier auch noch die Dynamitstangen gerne ablegen, die ich habe. Dann können wir auch wieder welche sammeln, wenn wir dann welche haben. Ja, dann würde ich sagen, prima Sache hier erstmal. Wir können jetzt noch ein paar Steine zusammensammeln für den Kamin. Ich würde den Kamin gerne noch fertig bauen. Steine sind halt so eine Sache. Die werde ich so nicht sehen, glaube ich. Ja, da muss man einfach mal wie doof durch die Gegend laufen und E-Spam. Mir fehlen ja auch noch ein paar Baumstämme irgendwie. Die müssen auch noch irgendwo liegen. Zwei Stück noch. So, Steinchen habe ich auch wieder ein paar zusammengekriegt. Kann ich die von hier draußen dran setzen? Ja. Ah, das hat sich ja nicht gelohnt. Also mit den Steinen ist doof. Das ist echt anstrengend. Wie soll man denn jetzt hier die ganzen... Wie soll man denn hier Steine finden? Ich könnte mich doch nicht so veräppeln. Da ist mal durch gut Glück lugt mal einer durch die weiße Schneelandschaft durch. Dass man sagen kann, oh, guck mal, da ist ein Stein. Super. Aber ich habe jetzt schon 6 Stück, sehe ich gerade 7. Also mit ein bisschen Glück und E-Spam findet man dann doch den einen oder anderen. So, und die Augen aufhalten vor allem. Da ist noch einer. Können wir die schon mal abliefern hier? So, 32 schon von 68. Was wäre denn eigentlich auch so der nächste Plan? Ich meine, wir haben jetzt die geilen Bogen haben wir jetzt. Wir haben unsere Wärmerüstung. Theoretisch brauchen wir eigentlich nichts mehr groß. Außer die Keykarte. Die haben wir noch nicht. Und bei der Yacht waren wir ja auch noch nicht. Das wäre jetzt vielleicht so die nächste Unternehmung, die man einplanen sollte. Ja. Jetzt bauen wir uns erstmal noch in Ruhe schnell den Kamin fertig. Nebenbei hier mit den Steinchen wird das langsam was. Allerdings ist es echt schwer. Man rennt nur wahllos durch die Gegend und hofft, dass irgendwo so ein Stein rumliegt, den man sammeln kann. Ist echt schwer. So, Stecker haben wir auch wieder voll. Sehr schön. Hier liegen ein paar Steine rum. Die Schneeflocken irritieren mich. Manchmal denke ich dann, das sind Steine, das ist eine Schneeflocke. Da ist ein Stein gewesen. Den habe ich gesehen. Oh, guck mal, hier ist noch ein Baumstamm. Sehr schön. Da ist ein Stein. 46. Naja, das wird doch langsam. Ist ein bisschen anstrengend, aber was soll's. Da müssen wir durch. So, nebenbei kann ich ja immer noch ein paar Blätter sammeln hier. So, 3, 4. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein Hatte findet auch mal einen Stein. Kommen wir der Sache doch schon näher. Gleich geschafft. Ist auch mal schön, so ein bisschen die Landschaft zu bestaunen. Schön zu genießen, dass hier alles so weiß ist, so winterlich. Dass der Abend langsam hereinbricht, dass da eine Echse vor mir herrennt. Ich nicht erwische.
Ah, Steinchen. So, wie viele Steinchen haben wir denn jetzt noch? 6 haben wir erstmal an Bord. Die würde ich sagen, die... Ah, da ist noch einer unten. Da, die liefern wir erstmal ab hier. Dann brauchen wir noch 6 Steinchen. 1. Gib mir doch Steinchen, kommt schon. Wo sind Steinchen? 4. 5. Komm, ein Steinchen irgendwo. Brauch doch nur ein Steinchen. Ach, hab ich schon. Ich hab sie gehört, wir kriegen einen Besuch. Ey, hör auf, dagegen zu hauen. Was soll das? Lass das sein. Kannst du nicht machen, du Hund. Du Sack. Ja. Ja, sag mal, bleibst du jetzt stehen oder was ist los mit dir? Jetzt rennt er weg mit meiner Pfeile. Der ist echt weggerammt mit meiner Peile. Meine Peile, du Hund. Kostbar. Ach, scheiße. Och, Mann. Jetzt habe ich noch 21. Ja, jetzt kramen wir. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben einen Kamin gebaut. So. Endlich fertig, der Kamin steht. Jetzt zünden wir uns ein kleines Feuerchen an. So, obwohl uns ja nicht kalt ist, wir haben ja eine Wärmerüstung. Haha. So, ja, dann steht der nächste Plan, ne? Wie wir uns das gedacht haben, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber erstmal werde ich uns kurz mal hier die Knochen mal wegpacken, die ich nicht mehr brauche. Hier ist ja auch noch allerhand Futter. Vielleicht sollte man sich noch mal mit Futter vollpacken. Was wir so einstecken können. So, ja gut, der Hase passt nicht mehr. Okay. Wir könnten mal so einen Knochenrüstungsständer bauen. Dass man da wenigstens mal die Rüstung ablegen kann. Dann würde es sich auch lohnen, wenn man wieder Knochen farmt. Wo stellen wir uns die denn hin? Oh. Ich glaube, wir haben schon wieder Besuch. Müssen wir doch mal gucken. Wieder von der Seite. Die kommen da echt von hier hinten, ne? Oh. Da war ich wohl zu voreilig. Aber ich habe beim Runterspringen meine Peile rausgezogen. Schnell wieder hoch. Vielleicht baue ich mir mal eine Treppe dahin. Dann spare ich mir mal das hoch und runter da. Das außen rumrennen. Oh, da ist der Baumstamm, den ich vermisst habe. Sehr schön. So. Ja. Ich dich jetzt begriffen? Ja. Sehr schön. Dann schmeißen wir ihn doch einfach mal hier rauf. Wäre schön gewesen, wenn das der gewesen wäre, der meine Pfeile stecken hat. Der abgehauen ist. Aber ich glaube, den werde ich nicht mehr wiedersehen. Genauso wenig wie meine Pfeile. So. Kann man ein Schlückchen trinken aus der Schale. Hier haben wir ein Pögelchen, da können wir uns mal eine Feder holen. So. Ja, eigentlich eine ganz schöne Idylle, so mit dem Schneefall. Hier plattert mal der ein oder andere Vogel lang. Es plätschert ein bisschen. Ah, die Knochen sind fertig. So, schönen Korb verstauen. Ah, der Vogel meckert. Alles klar. Dann würde ich sagen, dann nutze ich doch die Gelegenheit. Wir sind hier eigentlich relativ gut angekommen. Ja, wir haben
ordentlich was geschafft. Der Innenausbau ist ja soweit gut gegangen. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Bettchen. Da brauchen wir aber noch Hasenfelle für, 4 Stück. Und ich denke mal, aber zuerst werden wir uns ein bisschen amüsieren gehen und suchen die Keykarte. Vielleicht gehen wir auch bei der Yacht vorbei. Müssen wir mal schauen, was so auf dem Weg liegt. Mir schwebt da schon vor, dass wir einfach mal zur Yacht gehen erstmal. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich euch auch. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ihr könnt gerne mal ein Like drauf drücken oder kommentiert mein Video. Freut mich immer. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert mich einfach, dann kriegt ihr Bescheid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!